Gut. Mein Name ist Christian, ich bin Osteuropa-Historiker. Ja, wir hatten schon angefangen zu sprechen und ich denke, ich mache jetzt einfach da weiter, ja? Wir hatten kurz gesprochen über die unterschiedlichen Konzepte mit dem Verständnis von rechts und links im Westen und hier in der Ukraine. Das Problem ist eben wirklich, dass die Leute hier, wenn sie radikal sagen, dann meinen sie wirklich nur Methoden. Sie meinen nicht politische Inhalte. Und mit den politischen Inhalten, zum Beispiel vom rechten Sektor, haben die meisten eben auch einfach kein Problem, weil sie die Inhalte oft teilen. Und das Lustige ist eben, und das ist das, was mir immer zu kurz kommt in dieser ganzen Geschichte, du hast ja diesen angeblichen großen Widerspruch zwischen den ukrainischen Nationalisten auf der einen Seite und den sogenannten Separatisten oder russischen Nationalisten oder wie du sie immer nennen willst auf der anderen Seite. Aber wenn du anfängst, diese Leute auf die Inhalte abzuklopfen, dann wirst du feststellen, dass die sich eigentlich größtenteils einig sind. Also sowohl was ihr Konzept von Demokratie angeht, wir brauchen eine starke Faust, ne, einen starken Mann, der das Ganze in die Hände nimmt, als auch was Migration angeht, Araber und Afrikaner wollen wir hier nicht, als auch was jetzt auch wieder Juden angeht, was Schwule angeht oder Lesben und so weiter und so fort. Der Unterschied ist dann einfach nur in einem zentral, in einem Punkt, der eigentlich marginal ist, müsste man sagen, also zentral ist eigentlich Quatsch, der marginal ist, das ist, dass sie unterschiedlichen Erinnerungskulturen anhängen und unterschiedliche Symbole verwenden. Das heißt also, die einen haben dann eben Stalin oder Dzerzhinsky, die anderen haben Bandera. Die einen haben als zentrales Element der Geschichtspolitik und der Erinnerungskultur, auf das sie sich berufen, den großen Vaterländischen Krieg, wie der deutsch-sowjetische Krieg 1941 bis 1945 immer noch genannt wird hier. Und auf der anderen Seite haben wir dann Leute, die sich zum Beispiel auf den großen Hunger von 1932, 1933 beziehen, auf die Kosaken oder eben auf die Traditionen der UPA und nicht auf die Traditionen der Roten Armee, was dann wiederum die Leute im Osten machen würden. So, und damit haben sie einen rein symbolischen Konflikt, könnte man sagen, womit sie sich prima auf die Fresse hauen können und haben dann eben die unterschiedlichen Orientierungen. Ja gut, und dann ist natürlich die Sprache noch dabei, ne? Das ist dann nochmal ein separates Ding, wobei viele immer wieder sagen, dass es hochgespielt wird, aber das teile ich so eigentlich nicht, weil das Recht, sich in seiner Muttersprache an staatliche Einrichtungen wenden zu können, das ist ja schon eine relativ zentrale Angelegenheit und das verstehen oft Ukrainischsprachige nicht, dass es hier ein Problem gibt. Wie sicher ist es, in Kiew zu wohnen? Auf Russisch sagt man so schön Kamukak, wem wie, also für wen, also kommt drauf an für wen. Die Kriminalität hat zugenommen, ganz massiv, aber das ist Himmel, das ist nicht das zentrale Problem, das passiert halt manchmal in manchen Gegenden, in manchen Städten. Wenn du dich politisch nicht betätigst, dann ist es halt abgesehen von der Alltagskriminalität und dem Straßenverkehr und so sicher. Wenn du dich politisch betätigst und oppositionell betätigst, also oppositionell zum jetzigen Mainstream, dann wird es problematisch. Es werden Leute angegriffen, verprügelt, die den Fehler machen, mit der falschen Symbolik rumzulaufen. Wir hatten jetzt gerade den 8. Mai. Überall sieht man normalerweise um diese Zeit dieses Georgsband. Also das ist das Ordensband vom Siegesorden gewesen und das man soll Historiker nie nach historischen Dingen fragen, die hören nicht auf zu reden, deswegen, also ich breche das an dieser Stelle ab, ja. Also dieses Georgsband ist halt Symbol des großen Sieges im großen Vaterländischen Krieg, aber ist eben jetzt auch Symbol von Russland geworden oder von einer pro-russischen Haltung. Normalerweise um diese Jahreszeit sieht man ganz viele Leute mit diesem Georgsband hier. Ich weiß nicht, ob du schon welche gesehen hast, bezweifle ich. Ich habe auch keine gesehen. Wäre eigentlich ein interessantes Experiment, das mal zu machen, wie viele Schritte man in Kiew jetzt gehen kann damit. Ich gehe mal davon aus, dass du nach 10 Minuten auf die Fresse kriegst. Weil das ist einfach, die Stimmung hat sich so gewandelt. Und viele Leute, also mir haben viele Leute berichtet, dass
man angefeindet wird, wenn man Kritik äußert an der jetzigen Regierung, da wird man ganz schnell als Separatist bezeichnet, direkt nach dem Umsturz oder nach dem Putsch oder wie man es immer nennen will, war es sogar so, dass Leute, die nicht mit Heil Ukraine gegrüßt haben, dass die als Provokateure verdächtigt wurden. Und das ist in der Zeit tatsächlich gefährlich gewesen. Das ist eine Frage bezüglich der Ukraine-Krise. Du sprichst Deutsch und Russisch. Was ist dein Eindruck von den Nachrichten? Also wie werden Nachrichten hier in Kiew dargestellt? Also wenn du dir ukrainische Nachrichten anschaust oder russische Nachrichten und deutsche Nachrichten. Verstehst du die Frage, wie ich meine? Also verschiedene Medienansichten. Die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich ein absolut integrationsunwilliger Ausländer bin. Ich sehe praktisch kein ukrainisches Fernsehen und russisches auch nicht. Was ich halt mache, ich bin seit mehreren Jahren in Kiew, was ich mache ist, traditionell gucke ich die Tagesschau und die Tagesthemen, Familientradition sozusagen, und das geht damit dank Internet heute. Und ich hatte von Anfang an, also seit Ende November letzten Jahres, den Eindruck, in einem vollkommen anderen Land zu leben als das, von dem die Tagesschau berichtet. Die Tagesschau hat sich offensichtlich in den Dienst von Regierungspropaganda gestellt. Ich möchte vielleicht ein paar Beispiele nennen. Der Maidan wurde von Anfang an symbolisch von den Rechtsextremisten und Neofaschisten dominiert. Ich muss jetzt hier ganz vorsichtig in der Wortwahl sein, weil das also diese Differenzierung, die ist unheimlich wichtig. Das geht leider oft unter in diesen ganzen Sachen. Ich sage nicht, dass auf dem Maidan die Nazis oder die Rechtsextremisten in der Mehrheit waren. Das sage ich ausdrücklich nicht. Das war eine Minderheit. Aber symbolisch haben sie es dominiert, weil ihre Flaggen und ihre Plakate überall waren, während es keine Präsenz von der alternativen politischen Richtung gegeben hat. Die Parolen, die gerufen wurden, waren entweder ziemlich unpolitisch, also zum Beispiel weg mit dem Knacki, also das war der Präsident, oder Ukraine, das ist Europa. Und alle anderen Parolen waren aus dem Repertoire der Rechtsextremisten, und zwar aus dem historischen Repertoire der Rechtsextremisten. Das heißt also aus der Zeit der 30er und 40er Jahre, als die ukrainischen Nationalisten Teil einer europäischen faschistischen Bewegung waren. Ist dieser Spruch Slava Ukraine, lebe die Ukraine, ein Spruch aus der Zeit oder nicht? Weil es gibt viele Gerüchte, ob das stimmt oder nicht. Und ich frage jetzt dich als Historiker, ob das stimmt oder nicht. Also erstmal muss ich die Übersetzung korrigieren, weil es ist eben nicht es lebe die Ukraine, sondern es ist Ruhm der Ukraine, und man kann es auch als Heil Ukraine bezeichnen. Die Organisation ukrainischer Nationalisten, die OUN, die hatte, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt richtig auf Deutsch sagt, die hatte so ihre Regeln sozusagen, unter anderem, wie man sich richtig begrüßt. Und die Regel war, man begrüßt sich mit Slava Ukraini, und dann muss der andere antworten, Heroyam Slava, also Heil den Helden. Und dazu war vorgesehen, dass man eine Armbewegung macht. Und zwar sollte man die ausgestreckte rechte Hand am ausgestreckten rechten Arm bis in ungefähr Stirnhöhe bringen. Ich mache diese Bewegung jetzt nicht, weil eher soll mir der Arm abfallen. Wir kennen das aus Deutschland, das ist seit 1933 auch ziemlich populär gewesen in Deutschland. Man hat dann nach dem Ende des Krieges diese Grußformel nicht verändert, aber man hat auf die Handbewegung verzichtet, weil man vielleicht auch zu Recht annahm, dass die neuen Verbündeten in den USA und in Westdeutschland mit Unverständnis auf den Hitlergruß reagieren können. Diesen Spruch haben wir seit den letzten 5 Tagen, ich würde mal sagen alle 30 Minuten gehört. Was ist dein Eindruck? Verstehen die Menschen hier, die Jugendlichen vor allem, was das überhaupt bedeutet? Nein. Das ist das Grauen. Es ist furchtbar. Das Geschichtsbewusstsein ist hier extrem gering. Ich kenne das von meinen Studenten, dass die oft
keine Ahnung von Geschichte haben, dass sie von ukrainischer Geschichte nur zwei Sachen in Anführungsstrichen wissen. Das eine ist, der Hunger von 1932-33 war ein russischer Genozid am ukrainischen Volk, was Quatsch ist, aber lassen wir dahingestellt, diskutieren wir jetzt nicht, anderes Thema. Und das andere ist, Stepan Bandera war ein Held. Warum er Held war und warum das ein Genozid war, wissen sie nicht. Und wenn du anfängst, das mit ihnen zu diskutieren, dann schalten sie irgendwann auf stur und schalten ab, weil sie einfach überhaupt keine Informationen haben, sie wissen nichts. Aber seit Juschenko, ja, also seit der sogenannten Orangen Revolution 2004, hat es eine massive Propagierung der OUN und der UPA, also des bewaffneten Arms der OUN, gegeben. Und eine Kreierung eines Heldenmythos. Das wurde in die Schulbücher aufgenommen und so weiter. Ja, und also die Kinder und Jugendlichen sind damit aufgewachsen, dass die Kämpfer der UPA Helden waren. Und wer sagt, dass es Verbrecher waren, der plappert nur sowjetische Propaganda nach. Die sowjetische Propaganda hat auch gesagt, dass es Verbrecher waren, aber auch die sowjetische Propaganda hatte ja manchmal recht. Ne? Also das ist ja nicht nur, weil die das gesagt haben, muss es automatisch falsch sein. Aber das ist eben in diesem post-sowjetischen Raum oft so, das, was die Sowjets gesagt haben, muss falsch sein, weil es die Sowjets waren. So. Du hast jetzt also 10 Jahre eine Indoktrination in diesem Geiste, dass das eben die Helden der Ukraine sind. Und das haben die Leute eben aufgenommen und geglaubt und irgendwann haben sie auch gesagt, naja, okay, wir wissen jetzt schon, dass es unsere Helden waren, aber jetzt interessiert uns auch, wofür die denn eigentlich standen. Also was für Inhalte standen dahinter, weil wir wissen ja auch schon, das sind ja auch positive Inhalte, weil das sind ja unsere Helden. Und deswegen natürlich ein ganz unkritischer Umgang mit dieser Symbolik, mit diesen Leuten und so weiter. Und ja, und es ist eben auch das, womit man sich gegen Russland stellen kann, was halt als der große Gegner wahrgenommen wird. So, okay, also sie wissen dann zum Beispiel nicht, dass die UPA am Holocaust beteiligt war und Zehntausende polnischer Zivilisten umgebracht hat im Rahmen von ethnischen Säuberungen. Sowas wissen sie dann nicht. Andere Leute, wissen das vielleicht auch nicht oder heißen es gut. Und also wir haben eben auch Rechtsextremisten, auch auf dem Maidan, die sind halt Antisemiten und die finden das richtig so. Und die finden es richtig, dass man die Ukraine ethnisch einheitlich machen soll und ukrainisch, was es auch immer sein mag, machen soll. Und hier kommt dann so die Ironie der Geschichte rein, also gerade das Ukrainische dann auch sprachlich. Ich weiche jetzt ein bisschen ab von der Frage, aber das passt einfach gerade so schön auch zu den aktuellen Ereignissen. Wir haben oft Leute gesagt, wenn wir über die Sprachenfrage diskutiert haben, naja, wenn die Leute nicht ukrainisch lernen wollen, dann sollen sie halt das Land verlassen. Und das ist jetzt ja das, was die Gebiete Donetsk und Lugansk und die Krim gerade getan haben. Okay, sie wollen uns in der Ukraine nicht haben, dann gehen wir halt. Aber wir leben seit Generationen hier, dann nehmen wir das Land eben auch mit. Was wäre deine Lösung des Konfliktes, also dein Vorschlag für die Lösung des Konfliktes? Vielleicht so kurz und knapp, wenn es möglich ist. Panzer sind ganz bestimmt nicht die richtige Lösung. Das, was gegenwärtig gemacht wird, sie rüsten auf, sie mobilisieren, sie ziehen halt wieder Leute ein zur Armee, sie stocken den Rüstungsetat auf, sie schicken Truppen, haben die Nationalgarde das ist auf keinen, mein Gott, wir wissen das historisch, in einer solchen Situation, das Land ist so tief gespalten, das Land einigt man nicht mit Panzern. Die ukrainischen Aktivisten sagen immer, wir sind Europa, wir wollen nach Europa und so weiter, dann sollen sie sich verdammt nochmal vielleicht mal auf europäische intellektuelle Traditionen besinnen und diskutieren. Und zwar mit allen. Und auch mit denen sie nicht diskutieren wollen. Und nur so ist es lösbar. Das Kind ist wahrscheinlich schon ganz schön tief in den Brunnen gefallen. Die haben also mit dem Maidan und mit dem Umsturz dann, also da haben sie einige Kardinalfehler begangen, die den Osten richtig doll abgestoßen haben. Und was auch klar war, dass der Osten das nicht so einfach hinnimmt und dass es eine Reaktion geben wird.
okay, wir können das nicht rückgängig machen, aber wir können sagen, okay, gut, dann setzen wir uns jetzt mal an einen Tisch, lassen die Waffen schweigen und gucken, wie wir das jetzt gemeinsam hinkriegen. Merkel und Putin sind sich ja in einer Frage ganz einig, nämlich in der Frage der Föderalisierung der Ukraine. Das wäre wahrscheinlich eine gute Sache, aber ob das reicht, das bezweifle ich stark, weil hier Verbrechen geschehen sind. Es sind so viele Leute jetzt gewaltsam ums Leben gekommen und da haben offensichtlich auch Leute aus der damaligen Opposition, jetzigen Regierung, ihre Finger drin. Das ist unheimlich schwer, über diese Gräben jetzt noch eine Versöhnung hinzukriegen. Deswegen, also ein Patentrezept habe ich nicht. Ich bin sehr pessimistisch, was die weitere Entwicklung angeht.